Moin ihr Rabauken, es ist 5 vor 12, Seemannssonntag und bei uns gibt's heute leider nichts zu essen. Deswegen haben wir auch kein Krischi hier, weil der traut sich immer nur, wenn es was zu essen gibt. Dafür sind wir heute in der Kategorie Küchenbasics und möchten euch so ein bisschen erklären, was es mit den verschiedenen Arten der Sahne auf sich hat. Wir haben hier Schlagsahne, saure Sahne, Schmand, dann hat man auch ab und zu schon die Begriffe Rahm und Oberst gehört. Und um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, machen wir heute dieses Video und ich würde sagen, Abfahrt, Feuer frei. So Leute, bei uns geht es heute also um die Sahne. Doch bevor ich zu den einzelnen Produkten komme, müssen wir natürlich erstmal verstehen, wie Sahne überhaupt entsteht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass irgendein Milchbauer einfach mal seine frisch gemolkene Milch einfach irgendwo vergessen hat und sich dadurch die Fettschicht der Milch oben abgesetzt hat. Und das ist nichts anderes, was wir als unsere Sahne kennen, Schlagsahne. In Süddeutschland übrigens Rahm und in Österreich Oberst oder auch Schlagoberst. Damit kommen wir dann erstmal zur ersten Unterscheidung und auch wichtigsten Unterscheidung. Denn wir unterscheiden hier bei der Sahne zwischen Süßmilchprodukten und Sauermilchprodukten. Bei den Sauermilchprodukten, wo unter anderem die saure Sahne und der Schmand zugehört, sind einfach noch Milchsäurebakterien hinzugesetzt worden und dadurch ist das Ganze sauer geworden. Die nächste Unterscheidung, und das ist das, was denn die einzelnen Produkte ausmacht, ist grundsätzlich der Fettgehalt. Heute entsteht Sahne natürlich nicht mehr, indem wir die Milch stehen lassen, sondern heute passiert das Ganze mittels Zentrifuge. Wir unterscheiden zwischen süßer und saurer Sahne. Fangen wir mal auf der süßen Seite an. Und da haben wir bei uns die ganz normale Schlagsahne, so wie wir die kennen aus dem Supermarkt, mit 30% Fett. Gehen wir ein bisschen höher mit 40%, nennen wir das Ganze hier meistens Konditorsahne. Die Österreicher, wie schon erwähnt, nennen ihre Sahne Oberst und haben meistens mindestens ein Fettgehalt von 36%. Wenn wir noch einen Tick weiter in den Westen gehen, nach Frankreich haben wir die Creme Double mit mindestens 45% Fett. Bei uns in Deutschland haben wir aber auch noch eine Alternative mit sehr wenig Fett. Das ist 4, 6, 8 bis zu 10% Fett, unsere Kaffeesahne. Ganz ausgefallen wird es in Italien. Da haben wir die Mascarpone mit mindestens 70% Fett in Italien. In Deutschland zählt es nicht mehr zur Sahne, sondern zum Frischkäse und hat nicht mal ansatzweise diesen Fettgehalt von 70%. Kommen wir nun also zu den sauren Produkten, Sauermilchprodukten. Und zwar haben wir bei uns in Deutschland ganz klassisch die saure Sahne oder auch den Schmand. Wo ist da nun der Unterschied? Es gibt keinen, außer beim Fett. Die saure Sahne hat 10% Fett und der Schmand hat ein Fettgehalt von 20 bis zu 29%. Ansonsten das gleiche Produkt, er ist übrigens stichfest. Das heißt, es ist ein festes Produkt, könnten wir so aus dem Becher kippen. Die Österreicher nennen das Ganze übrigens Sauerrahm oder sauren Rahm und haben vielleicht noch einen etwas höheren Fettgehalt als bei uns. Im Russischen, Polnischen oder auch im Tschechischen, da gibt es das Produkt Smetana oder Smetana und hat sogar noch einen etwas höheren Fettgehalt, nämlich über 30% bis zu 42%. Wir kennen das ganze Produkt beispielsweise von Borscht oder auch Soljanka, wo wir das kennen, dass dieser Klecks oben raufkommt. Der ist dann übrigens nicht mehr stichfest, sondern schön cremig. Zwei kleine Besonderheiten habe ich noch, und zwar, das ist einmal die Clotted Cream, die kennen wir aus Großbritannien, vielleicht nicht unbedingt wegen ihres Namens, aber wir kennen Scones. Das ist das traditionelle Gebäck, was es zum Tee oder Kaffee nachmittags gibt mit Erdbeermarmelade. Da gibt es auch immer noch einen Schlag Sahne dazu und das ist Clotted Cream. Und diese Clotted Cream unterscheidet sich sehr stark von unserer normalen Schlagsahne, denn sie ist nicht homogenisiert und nicht pasteurisiert. Und sie hat mindestens einen Fettgehalt von 55%. Eine weitere Besonderheit, und das ist nämlich das, was mich am stärksten irritiert hat, ist die Sour Cream aus Amerika. Die Sour Cream ist im Prinzip eine Abwandlung der sauren Sahne und sie hat einen viel geringeren Fettgehalt, als ich dachte. Sie hat nämlich nur einen Fettgehalt von 12 bis 16%. Das heißt, wir können demnächst wieder losgehen, Burger essen, Ofenkartoffeln und ordentlich Sour Cream darauf. Vielleicht aus ähnlichen Gründen verzichten wir heute auch mal auf die Verkostung
Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut drin, pisch nicht in. Bis dann.